Du besitzt oder findest Sims, hast aber keine Ahnung, wozu die gut sind oder welche du wirklich nutzen sollst und welche du lieber verkaufen solltest, anstatt sie dir in den Körper zu jagen? Dann habe ich in diesem Video die Antworten für dich, denn ich gehe mit euch die Sims durch, die wirklich was taugen, in welcher Kombination sie noch sinnvoller sind und in welchen Situationen du sie einsetzen solltest. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Das mit den Stims scheint ja immer noch für einige ein Thema zu sein, bei dem der ein oder andere nicht ganz durchblickt. Deswegen erspare ich euch das Geschwafel, welches es alle gibt und was jeder Einzelne macht. Das könnt ihr ja auch selbst sehen, wenn ihr die Stims checkt. Kommen wir also direkt dazu, welche wirklich was taugen, ihr immer dabei haben solltet und wie ihr sie gerade auch mit anderen Stims in Kombination am besten einsetzt. Wir fangen an mit dem Stim Propital. Das ist wohl auch der von mir meistgenutzte Stim in Tarkov. Wichtig hier ist, er hat den Painkiller-Effekt für 4 Minuten und heilt jeden verletzten Bereich pro Sekunde um 1 Health Point hoch. Netter Nebeneffekt ist auch, dass er den Metabolismus, Health und Vitality Skill für 5 Minuten erhöht. Damit ist er eigentlich der Top-Stim, wenn ihr in Fights verletzt wurdet, keine Zeit habt, euch richtig zu heilen und weiterfighten müsst. Ich nutze diesen auch gerne, wenn ein Fight vorüber ist und ich zum Beispiel meine Arme und Beine mit dem Surfkit wiederhole. Denn während ich mich da wieder zusammenflicke, tickt die Heilung kontinuierlich und ich spare mir die Zeit und die Medkits, die ich sonst danach noch dafür verwenden müsste, alles wieder hochzuheilen. Kommen wir als nächstes zum Stim Obdolbus 2. Dieser hat seit den Changes am Mule Stim eigentlich dessen Aufgabe für Overweight übernommen. Und das, weil der Mule Stim im Vergleich wesentlich teurer ist, ungefähr doppelt so teuer, um ehrlich zu sein. Während der Mule Stim uns nur das Weight Limit höher setzt und mittlerweile euch pro Sekunde auch einen Health Point kostet, erhöht uns der Obdolbus 2 das Weight Limit um 45% und erhöht uns gleichzeitig aber auch noch unsere Endurance, Strength und Attention und Perception Skills. Auch beim Obdolbus 2 verlieren wir pro Sekunde einen Health Point, aber in Verbindung mit dem Propital Stim könnt ihr da easy entgegenwirken. Der Kosten-Nutzen-Faktor ist hier beim Obdolbus 2 alles in allem einfach besser und deswegen nehme ich lieber den Obdolbus 2 zusammen mit Propital, wenn ich overweight bin. Im Zuge dessen kommen wir auch gleich zum SJ6 Stim. Dieser ist das Nonplusultra, wenn es um Ausdauer geht, denn wir bekommen Buffs auf unsere Max Stamina und die Stamina Recovery für 4 Minuten. Ich benutze diesen unterschiedlich. Will ich am Anfang des Raid möglichst schnell zu einem High Loot Spot für zum Beispiel Ledex etc., dann poppe ich diesen direkt am Anfang, um zeitlich einen kleinen Vorteil zu haben und schneller dort zu sein als andere. Wenn ich in Fights extrem viel rennen und zirkeln muss, weil ich zum Beispiel gegen ein Team spiele, das sich breit verteilt hat. Und ganz wichtig, wenn ich mit meinen vollen Taschen overweight noch zum Exit rennen muss. Hier kommen wir wieder zu einer Kombination von Stims. Und zwar nutze ich hier Obdolbus 2 mit dem SJ6 zusammen. Gegebenenfalls auch noch einen Propital, das mache ich aber davon abhängig, wie lang mein Weg noch ist und ob ich so viel an Health auf dem Weg verlieren würde. Denn Obdolbus 2 hilft uns hier fürs Überladene und der SJ6 für die Ausdauer, sodass wir auch bei wenig Restzeit noch rechtzeitig zum Exit kommen oder einfach auch mit dem Übergewicht agil genug sind, um gegebenenfalls auf dem Weg noch reagieren zu können. Sicher kennen einige von euch auch die Kombination von Trimadol und dem SJ6, das euch gefühlt über die komplette Map laufen lässt, ohne dass ihr anhalten müsst. Allerdings seid ihr auch damit ziemlich träge und da Trimadol mittlerweile oft mehr kostet als der Mule, geht für mich hier einfach der Kosten-Nutzen-Faktor nicht mehr auf. Jetzt kommen wir zu einem etwas simpleren Stim, den man im Vergleich auch oft findet, und zwar dem Zagustin-Stim. Dieser stoppt schwere und leichte Blutungen sofort und verhindert auch 3 Minuten lang, dass keine neue Blutungen auftreten oder verursacht werden können. Ich nutze diesen meist, wenn ich mehr als eine Blutung gleichzeitig habe und vor allem auch noch in einem Fight stecke, wo ich einfach keine Zeit habe, in Ruhe meine Bandage für jede Blutung rauszuholen. Als Ausweicher zum Zagustin kommen wir zum Perfotora-Stim. Dieser stoppt auch schwere und leichte Blutungen und verhindert neue, allerdings nur für 60 Sekunden und hat auch keinen Painkiller-Effekt. Dafür heilt uns dieser um 1,5 Punkte pro Sekunde für 60 Sekunden und entfernt Vergiftung und Radioaktivität, was aber auch erst interessant wird, wenn diese richtig implementiert sind. Dieser kann also optimal sein, wenn ihr Blutungen stoppen und gleichzeitig etwas heilen müsst. Ich habe diesen eine Zeit lang genutzt, mache das aber tatsächlich vom Preis abhängig, ob ich eher Zagustin oder den Perfotora nutze. Und last but not least geht es weiter mit dem Stim, der wirklich euer Leben retten kann, dem ETG-Stim. Dieser ist ähnlich wie Propital, nur wesentlich stärker, denn dieser heilt unsere verwundeten Körperteile um 6,5 Punkte pro Sekunde. Der ist zwar auch wirklich schweineteuer, aber einen dabei zu haben für den Fall, dass ihr so dermaßen hit seid, dass ihr nicht wisst, wo ihr anfangen sollt zu heilen oder sogar noch weiterfighten müsst, kann dann echt euer Lifesaver sein. Beachtet hier aber, dass dieser Stim auch keinen Painkiller-Effekt hat. Solltet ihr also Beine oder Arme verloren haben, sind die Auswirkungen wie ein lahmendes Bein weiterhin vorhanden. Solltet ihr also nicht schon Painkiller bis zu dem Punkt eingeworfen haben, denkt dran, dies noch zu tun. Und wie man so schön sagt, in der Kürze liegt die Würze, meine Freunde. Damit wären wir nämlich schon durch mit den Stims. Denn das sind die, die ihr meiner Meinung nach dabei haben solltet, beziehungsweise die hier aktuell wirklich Sinn machen, diese auch zu nutzen. Ich denke, so ist das Ganze für euch ziemlich überschaubar und ihr könnt nun mehr mit den Stims anfangen, beziehungsweise braucht euch nicht den Kopf über alle Stims in Tarkov zu zerbrechen, denn mit den Stims, die ich euch genannt habe, seid ihr good to go. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig helfen. Haut mir aber gerne Anmerkungen oder Fragen natürlich in die Kommentare. Würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat, und ansonsten wünsche ich euch Hammer Raids und
und guten Loot. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.